Das Wiener Rathaus als feierlicher Rahmen für das 25-jährige Jubiläum der Harley-Davidson Charity Tour. Die Anfänge waren 1996. Der Ferdinand Fischer ist mit 12 Gleichgesinnten durch Österreich gefahren und hat damit eigentlich den Grundstein gelegt für die Charity. Und jetzt sind wir bis zu 2000 im Laufe dieser Woche, wo wir durch Österreich fahren. Also unglaublich, ich wundere mich selber immer, wie das geht. Wie oft bist du schon mitgefahren bei der Harley-Davidson-Tour? Ich muss gestehen, bisher noch kein einziges Mal, aber ich plane ernsthaft, zumindest einen Teil im kommenden Sommer mitzufahren. Ich habe mich ja nach über 35 Jahren zum ersten Mal wieder auf ein Motorrad gesetzt, entgegen dem, was mir von zu Hause erlaubt wurde. Papa war sehr besorgt, aber 70 war der Durchschnitt maximal, weil ja die Kolonnen so groß waren. Und es war sehr zivil, nicht so, wie ich früher gefahren bin. Ich finde das so großartig. In Los Angeles sind die immer auf der Melrose rauf und runter gecruised. Da wollte ich auch immer einer von denen sein. Und es ist so schön laut. Ne? Wie ist das Gefühl, auf einer Harley zu fahren? Es war nicht so die klassische, alte, schwere Duck-Duck-Duck-Harley, sondern es war eine ganz neue, die viel zu schnell gegangen ist für mich. Und ich habe das ein paar Mal ausprobiert und bemerkt, die ist zu schnell. Aber ich habe auch gemerkt, ich bin ein Typ, der, wenn es geht, es probiert. All das tun sie für muskelkranke Kinder und Jugendliche. Ich habe 20 Jahre lang im Behindertenbereich gearbeitet. Ich bin diplomierter Behindertenpädagoge, also ich kenne das von der Pike auf. Ich kann nur jeden einladen dazu, auch mit Menschen mit Beeinträchtigungen ganz normal zu sprechen, einfach auf sie zuzugehen. Und man merkt dann, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und es sind oft sehr, sehr glückliche Menschen. Man lernt von sehr vielen Muskelkranken, die eine unglaublich positive Einstellung zum Leben haben, was vielen Gesunden eigentlich abgeht. Da wird man ein bisschen demütiger. Das schadet niemandem.